Die letzten 7 Tage waren für mich ziemlich anstrengend, denn ich habe ein ganzes Skizzenbuch in dieser Zeit gefüllt und ich habe es tatsächlich geschafft. Die Idee, die kommt nicht von mir natürlich. Ich glaube, wir alle haben das Video von Martina von Nerdforge gesehen. Sie hat auch ein ganzes Skizzenbuch in 12 Tagen, meine ich, gefüllt. Ein wesentlich fetteres. Aber ich bin nicht verrückt, ich mag Schlaf, deswegen habe ich mich für ein kleines entschieden. Sie meinte, sie hätte noch nie in ihrem Leben ein Skizzenbuch beendet und es wurde mal Zeit. Und das gleiche habe ich mir gedacht, als ich das Video gesehen habe. Ich liebe schön gefüllte Skizzenbücher, aber bisher hatte ich keins. Aber jetzt habe ich eins. Falls ihr das Video von Nerdforge wahrscheinlich gesehen habt, dann verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Dort findet ihr auch die Materialien und das Skizzenbuch, womit ich gearbeitet habe in den letzten 7 Tagen. Aber gut, das ist ein langes Video. Ich hoffe also, ihr habt euch einen Tee gemacht, vielleicht ein eigenes Skizzenbuch und einige Materialien dabei. Und ich würde sagen, los geht's. Alles klar, fangen wir an. Tut mir leid, falls die Lichtverhältnisse jetzt irgendwie so ein bisschen mehr sind. Ich filme das gerade mitten in der Nacht. Aber ich habe ein paar Beauty-Shots und ich habe versucht, das hier alles mit so ein bisschen Dekoration zu kompensieren. Aber es ist recht mittelmäßig. Ist aber auch egal. Es geht hier drum, um das gute Skizzenbuch. Wenn man das aufschlägt, ist das allererste, was man sieht, nichts Besonderes. Hier steht einfach nur Skizzenbuch in einer Woche erfüllen. Und da ist ein kleiner Sticker von mir. Ich habe immer Angst vor der allerersten Seite im Skizzenbuch. Und deswegen habe ich diese einfach weggelassen, damit der schlimmste Teil sozusagen schon weg ist. Wie ihr seht, sind hier ein paar Flecken. Zwischendurch ist mein dreckiges Farbwasser über das Skizzenbuch ausgelaufen. Aber zum Glück hat es nur die beiden Seiten hier getroffen. Sonst wäre es sehr dramatisch geworden, weil das ist relativ gegen Ende passiert. Aber gut. Erste Seite, Tag 1, ist das hier. Ich hoffe, es sieht gut aus in der Kamera. Ansonsten seht ihr hier den Entstehungsprozess. Das ist auch viel interessanter. Ich habe diesen Tiger mit Acryl gemalt. Habe zuerst eine magentafarbene Unterschicht gemacht. Ich fand das irgendwie interessant, wenn das so durch die Bäume leuchtet, weil sich das so beißt mit dem Grün. Und ja, wie ihr wahrscheinlich gerade sehen könnt, ist mir das hier nicht leicht gefallen. Ich habe versucht, mein Gehirn zu tricksen, indem ich die erste Seite übersprungen habe. Aber dennoch, das ist trotzdem letztendlich das erste Bild. Und ich weiß nicht, erste Bilder sind bei mir einfach immer verflucht. Ich brauche super lange, mehrere Ansätze. Es klappt einfach nie beim ersten Mal. Am Ende hat es geklappt, aber ich habe ein Weilchen gebraucht. Weshalb ich am Ende auch nicht den Tagescount geschafft habe. Ich hatte mir vorgenommen, 6 Seiten pro Tag zu machen. Und am ersten Tag waren es leider nur 4. Einfach weil ich schon 3 Stunden alleine hierfür gebraucht habe. Und ich habe auch was später angefangen tatsächlich. Hier habe ich einen Zug gemalt mit einem Mädchen davor, das könnt ihr hoffentlich sehen. Aber der Hintergedanke war, erstmal die Acrylfarben weiter zu benutzen, weil ich die halt eh gerade schon auf dem Tisch hatte. Aber ich wollte es was lockerer angehen. Ich hatte beim ersten Bild schon bemerkt, wie verkrampft ich war. Bei den ganzen Skizzen, die schief gelaufen sind. Und dann dachte ich hier, okay, vorhin waren die Skizzen das Problem. Also entferne ich die ganze Skizze einfach. Keine Skizze gemacht, einfach drauf losgemalt. Und es ist ganz schön geworden. Ihr werdet insgesamt im Laufe des Videos bemerken, dass ich mich sehr von diesem Stil habe inspirieren lassen oder diese Vorgehensweise. Keine Skizze zu machen, sondern einfach drauf loszumalen, nicht zu viel nachzudenken und das im Laufe des Prozesses einfach zu verbessern. Sogar wenn es am Ende also alles hässlich geworden wäre in dem Buch. Was es nicht ist, ich bin sehr zufrieden. Hätte ich auf jeden Fall was gelernt. Aber dazu später mehr. Hier, das ist das nächste Bild. Ich wollte etwas machen, was ein bisschen verwandt ist mit dem Bild. Aber auch ein bisschen anders. Also habe ich hier mit Fineliner ebenfalls eine abenteuerlustige Frau gemacht. Ich habe hier oben den Song hingeschrieben, den ich zu dem Zeitpunkt gehört habe. Das ist von Phil Dell, The Glass Ghost. Ich weiß nicht, irgendwie hat es super zur Stimmung gepasst. Kennt ihr das, wenn ihr malt und euch später das Bild anguckt und genau wisst, was ihr zu dem Zeitpunkt geschaut oder gehört habt? Oder wenn ihr einen Song hört, könnt ihr euch an bestimmte Bilder erinnern, die ihr in der Zeit gemalt habt? Ups. Ja, ich hab das auf jeden Fall. Ich finde das super schön. Ich hoffe, ihr habt das auch. Das ist super nostalgisch irgendwie. Keine Ahnung. Als
nächstes habe ich ein paar Pilzchen gemalt, ebenfalls noch mit Acryl. Keine Angst, ich habe auch andere Medien benutzt. Hier habe ich, wie ihr auch sehen könnt, bei dem Gemälde keine Skizze gebraucht, einfach weil es unnötig ist. Pilze und Blätter und so, das wird erst wirklich so wild und natürlich aussehen, wenn es halt auch so gemalt wird. Und sobald man vorher eine Skizze dahin malt und das alles abmisst, dann wirkt es eher wie eine Architektur als wie eine Natur. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, bei so Pflanzen liebe ich es, einfach drauf loszumalen. Nur bei Menschen und Tieren und Architektur ist es halt etwas, was mir sehr schwer fällt. Und das war so die Aufgabe von diesem Skizzenbuch mit der Zeit, mich so ein bisschen loszulösen von dieser verkrampften, es muss perfekt sein Mentalität. Als nächstes habe ich, wie versprochen, das Medium gewechselt und diese Seite hier gezeichnet. Ich muss ehrlich zugeben, das ist die schwächste Seite, glaube ich. Obwohl, die zweitschwächste. Ich weiß nicht, ich fühle es nicht so. Hier wollte ich auch einen neuen Stil ausprobieren. Ich wollte insgesamt in diesem Buch viele Stile ausprobieren. Ich wollte ohne Aufdrücken und mit viel Layern arbeiten. Aber es sieht so blass und uninteressant aus. Vielleicht liegt es am Papier, weil das so grob ist. Vielleicht liegt es auch an mir. Wer weiß. Ich finde es nicht super interessant. Als nächstes habe ich noch was gemalt mit Buntstift und das finde ich wiederum super schön. Auch hier habe ich einen neuen Stil ausprobiert. Insgesamt kann ich, glaube ich, diesen Schaffungsprozess von diesem Skizzenbuch am besten so beschreiben, dass ich mich wirklich mit Stile auseinandergesetzt habe, mehr als mit den Motiven. Ich wusste, dass ich pro Seite oder pro Doppelseite nur 1,5 Stunden Zeit hatte oder habe. Und das ist halt nicht genug Zeit für mich, um etwas zu erfinden, zu designen, zu skizzieren, heranzuarbeiten. Also wenn das Motiv schon nicht super interessant ist, muss es ja wenigstens die Umsetzung und das Handwerk sein. Oder es soll wenigstens irgendwie helfen. Ich soll was davon lernen, was mitnehmen. Und das ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall funktioniert. Also zu den Motiven, da kann ich verstehen, dass einige von euch sagen, ist alles ein bisschen faul. Aber zum Handwerk nicht. Das Handwerk ist andersartig und ist interessant. Das lasse ich mir von keinem nehmen. Und weil mir dieser Stil so gut gefallen hat, habe ich direkt nochmal sowas gemacht. Tada! Und ich liebe diese Doppelseite. Oh, sie ist so wunderschön. Es hat Spaß gemacht, ging relativ schnell. Ich werde auf jeden Fall bestimmt irgendwann nochmal auf diesen Stil zurückgreifen und noch ein bisschen daran arbeiten. Okay, dann kommen wir nun zu der Seite, die mir am wenigsten gefällt. Und zwar ist das die hier. Das finde ich in Ordnung, das gefällt mir gar nicht. Die Idee hier war es, eine Filmszene abzumalen. Das ist eine Szene von Natalie Portman aus Leon, der Professional. Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr von diesem Film im Kopf, aber ich hatte das Bild auf Pinterest gespeichert. Ich fand die Farben wunderschön, die Komposition, ich mochte ihre Frisur. Keine Ahnung, ich habe es gesehen und dachte, das will ich malen. Ich dachte, da wäre jetzt gerade eine gute Möglichkeit für gekommen, aber ich habe schnell bemerkt, dass ich, wenn ich Zeitdruck habe, einfach keine Menschen treffen kann. An sich ist das ein schönes Porträt, aber das ist einfach nicht Natalie Portman. Aber gut, ist soweit auch nicht schlimm.
Es hat irgendwie etwas sehr Befriedigendes, eine hässliche Seite ins Skizzenbuch zu hauen, weil ab dem Moment verliert man diesen krassen Respekt davor. Versteht ihr, was ich meine? Und man traut sich halt viel mehr. Und ich wusste, wenn ich Menschen male, sollte ich am besten keine Berühmtheiten oder Familienmitglieder malen und treffen wollen, vor allem, weil dafür brauche ich einfach viel zu lange. Übrigens, das Bild habe ich mit Gouache gemalt und das ist Graphit, logischerweise. Ich finde aber trotzdem die Komposition ganz schön. Also ich mag, dass man hier die Filmszene hat und dass hier nochmal aus der gleichen Szene vergrößert ihr Gesicht dargestellt wurde. Ich glaube, vielleicht werde ich da nochmal drüber malen. Wer weiß, wahrscheinlich nicht. So, und weil ich den Gouache schon auf hatte, habe ich noch was mit Gouache gemalt. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag die Farben, die Komposition, aber hier auch. Ihr werdet mich alle für verrückt halten, aber ich weiß ganz genau, was ich geschaut habe, als ich das gemalt habe. Und zwar habe ich eine Filmkritik zu The Queen's Gambit, ich glaube, das heißt so, geschaut. Ich kann fast bei jedem Bild genau sagen, was ich geschaut habe. Kleiner Spoiler, 90% des Buchs habe ich gezeichnet und dabei True Crime Serien geschaut. Das war vielleicht nicht die beste Idee, weil ich oft bis spät nachts gemalt habe. Aber hey, man muss sich ja irgendwie unterhalten. Als nächstes kommt eine Seite, die mir sehr gut gefällt. Und zwar ist es die Entchenseite. Hier habe ich mit Acryl gearbeitet. Habe ich nicht viel zu sagen. Ich liebe Entchen. Sind sie nicht schnuckelig? Habe ich noch mal ein paar Medien kombiniert. Das hier ist Acryl und hier haben wir Buntstift. Das hier soll so ein bisschen der gleiche Stil sein wie bei den beiden Ladies hier vorne oder wie das hier. Seht ihr die Parallel? Ich mag den Stil unheimlich gern. Also da werde ich auf jeden Fall mehr mitmachen. Vor allem, es geht relativ schnell und das hat wirklich was, oder? Oder seht ihr das anders? Got under your skin, all in. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Breathe in.
Und hier fing etwas an, was ziemlich cool war. Und zwar fing hier Tag 3 an. Und da dachte ich, hey, ich schau mal, was ihr gerne sehen wollt. Deswegen habe ich auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Ihr konntet mir sagen, was ich zeichnen soll. Und da habe ich mir ein paar coole rausgesucht, wie zum Beispiel ein Hirsch, eine Bartagame, ein Hase, ein Wolpentiger. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Es war sehr lustig. Oder ein Eichhörnchen. Und da so viel Spaß gemacht hat, habe ich auf der nächsten Seite nochmal weitergemacht. Ein paar kleine Motive mit Fineliner gezeichnet und puh, das hat wirklich Spaß gemacht und da sind echt lustige Sachen bei rumgekommen. Aber ich habe an diesem Tag viel zu lange pro Doppelseite gebraucht. Also wie gesagt, 1,5 Stunden war vorgesehen, aber ich habe glaube ich schon so 20 Minuten pro Figürchen gebraucht. Aber es hat Spaß gemacht, also es ist keine verschwendete Zeit. Ihr könnt mir aber trotzdem gerne ein Like dalassen, falls ihr stolz auf mich seid, dass ich es trotzdem durchgezogen habe. Ich bin stolz auf mich. Und wenn ihr schon da unten seid, würde ich mich super freuen, wenn ihr auch kommentieren würdet, welche Seite euch am besten gefällt. Ihr könnt aber gerne bis zum Ende warten. Keine Angst, ich erinnere euch da nochmal dran. Als nächstes haben wir ein Axolotlchen. Mir ist leider ein bisschen Farbe auf sein Gesicht gekommen. Das war nicht so schlimm. Das war auch einer eurer Vorschläge. Und ich glaube, das war auch der letzte, den ich umgesetzt habe. Das habe ich mit... Ich glaube, das ist Acryl. Das sollte Acryl sein, ja. Und jetzt, Damen und Herren, kommt der Wendepunkt meines kleinen Skizzenbuchabenteuers. Und zwar hübsche Frauen. Ich weiß, hört sich nicht nach einem krassen Wendepunkt an, wenn ihr mich kennt. Ich male immer hübsche Frauen. Das ist meine Leidenschaft. Aber ich habe hier, wie am Anfang schon, einfach drauf losgemalt. Ohne Skizze, ohne Vorzeichnung. Ich bin einfach entspannt reingegangen und ja, einfach Spaß gehabt. Und es war wirklich eine ganz neue, coole Erfahrung. Und ich kann es euch nur raten, Skizzen werden überbewertet. Ich werde nie wie... Okay, vielleicht schon manchmal. Aber ich werde, wenn es nicht nötig sein wird, nicht mehr skizzieren. Das hier geht so viel schneller. Da ist viel mehr Leben in der Skizze drin. Und ich weiß nicht, es macht viel mehr Spaß. Thank you.
ich liebe es. Und weil ich es so sehr geliebt habe, habe ich natürlich noch ein paar Porträts gezeichnet. Ich wollte hier mit verschiedenen Hauttönen und Hautnuancen arbeiten. Also zum Beispiel habe ich einen gelb-grünlichen Unterton, hier natürlich einen schwarz-weißen. Ich wollte eigentlich auch mit verschiedenen Haarfarben arbeiten, aber ich sehe jetzt, dass ich eigentlich nur schwarze Haare gemalt habe. Ist aber soweit egal. Verschiedene Perspektiven, Blickwinkel und es hat einfach jedes Mal geklappt. Meistens, Leute, glaubt mir, ist meine Quote nicht so gut, dass ich 4 Porträts hintereinander male und sie alle 4 schön werden. Aber so halt schon. Weil man hat halt gar keine Zeit daran verschwendet. Wenn das Auge zu weit oben ist, dann mal einfach schnell drüber. Du hast halt eh nur 2 Minuten dran gesessen, maximal. Das sorgt auch am Ende dafür, dass die Bilder gar nicht so detailreich sind. Aber das müssen sie auch gar nicht. Ich meine, das hier, das sind wunderschöne Bilder. Also ich finde sie wunderschön. Ich bin sehr glücklich. Und hier ist nicht mal halb so viel Detail drin, wie in manch anderen Porträts, die teilweise sogar kleiner sind. Ja, ich habe mich in diesen Stil verliebt, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Man muss es natürlich auch mögen, dieses Patchigere, aber ich finde es sehr schön. Und man kann bestimmt auch am Ende die Verläufe weich machen, wenn ihr es lieber was Realistischer haben wollt. Es ist auch einfach eine wunderschöne Methode, um Proportionen einzufangen und Ausdrücke. Ja, zu viel geredet. Machen wir weiter mit noch mehr Gesichter. Ich hatte so viel Spaß. Ich wollte wieder ein paar verschiedene Farben ausprobieren, verschiedene Blickwinkel. Und natürlich ist es nicht immer perfekt, aber es macht so viel Spaß. Also es ist mir egal. Ich habe übrigens alle Porträts mit Acryl gemalt und habe nicht lange gebraucht. Ich glaube pro Porträt 40, 45 Minuten. So, und dann war auch schon der dritte Tag vorbei und dann ging es weiter mit dem vierten. Und dreimal könnt ihr raten, was ich gemalt habe. Porträts. Keine Angst, die Porträts sind jetzt vorbei. Aber ich wollte es noch einmal versuchen, weil ich hatte halt diesen Flow am Vortag und ich hatte Angst, dass wenn ich es nicht nochmal trainiere und die Muscle Memory anrege, dass ich es verliere und dass es einfach so ein One-Hit-Wonder war. Deswegen wollte ich es am nächsten Tag nach einem nächtlichen Schlaf einfach nochmal ausprobieren, schauen, ob ich es noch kann. Und ich muss ehrlich sagen, sie sind beide etwas schwächer als die vorherigen. Aber das Prinzip bleibt bestehen. Ich war noch recht müde, als ich die gemalt habe. Vielleicht lag es daran. So, und weiter geht's mit ein paar Katzen. Wie viele von euch haben erwartet, dass ich Katzen in diesem Buch male? Meldet euch mal in den Kommentaren. Ich glaube, die mich richtig gut kennen und mehrere Videos von mir gesehen haben, die wussten, dass so eine Seite zwangsläufig kommt. Es ist nicht meine Lieblingsseite, aber ich finde sie ganz süß. Ich mag den Stil, ich mag die Farbgebung. Ich bin insgesamt in letzter Zeit ein großer Fan von Mixed Media. Das werdet ihr auch im weiteren Verlauf des Skizzenbuchs sehen. Also mit mehreren verschiedenen Medien arbeiten ist jetzt hier nicht super krass der Fall. Aber wie zum Beispiel mit Buntstift über Acryl oder Gouache drüber malen. Wie gesagt, ist hier noch nicht super der Fall, aber hier habe ich erst so richtig bemerkt, dass das durchaus möglich ist. Weiter geht's mit ein paar Studien. Ich bin ehrlich, zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein bisschen Stress. Ich musste ein bisschen voran machen, weil ich hatte immer noch nicht die 2 verpassten Seiten vom am Anfang aufgeholt. Ich hatte gehofft, dass ich das an diesem Tag schaffen würde. Und deswegen habe ich ein paar simplere Sachen gemacht. Aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Hier habe ich ein paar Körperstudien gemacht von Frauen. Sehr schlicht, sehr simpel. Und danach, Leute, haltet euch fest.
habe ich das Gleiche bei Männern gemacht. Und die Leute, die mich nicht kennen, denken, dass ich jetzt gescherzt habe mit dem Haltet euch fest. Aber die, die mich kennen, wissen, dass das hier etwas ganz Besonderes ist. Denn ich male unheimlich ungerne Männer. Ich finde, man sieht auch eindeutig, dass diese hier wesentlich schwächer sind als die Frauen. Aber sie sind in Ordnung. Ich muss wirklich mehr Männer malen. Ich weiß es. Ich sollte wirklich mehr Männer malen. Weiter geht's mit der nächsten Seite. Und da ich schon die Buntstifte draußen hatte, übrigens, ich habe diese Buntstifte hier benutzt. Die Polycolor Buntstifte, tatsächlich nicht die Polychromos. Sind ganz angenehm, sehr schön. Seht ihr das? Ich kau meine Stifte nicht, versprochen. Das waren meine Katzen. Die lieben es, in meine Stifte zu beißen. Das ist wirklich ein Problem. Aber wie gesagt, weil ich gerade eh schon die Buntstifte draußen hatte und am Skizzieren war und einige Vorlagen geöffnet hatte, habe ich mit ein paar Hände weitergemacht. Auch auf jeden Fall etwas, wo ich noch nicht so gut drin bin. Hände finde ich super schwer. Die hier sind jetzt ganz gut geworden. Es sind nicht die besten Hände. Wenn man genauer hinsieht, fallen einem auf jeden Fall einige Fehler auf. Aber es ist in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Dafür machen wir das ja am Ende alles. Ja, und danach wollte ich einmal alles, was ich hier gelernt habe, nochmal umsetzen in einem Gemälde. Deswegen habe ich noch ein paar Hände gemalt. Ja, sind Hände. Ich habe sehr dramatisches Licht gewählt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht nicht das Beste, wenn man gerade noch dabei ist, es wirklich zu lernen und zu verstehen. Aber ich fand die Vorlagen schön, also warum nicht? Und jetzt kommt einer meiner liebsten Doppelseiten. Ich weiß nicht, ob es meine liebste Doppelseite ist, aber sie ist auf jeden Fall mein Top 3. Und zwar Frösche. Ich liebe Frösche. Frösche sind wunderschön, vor allem wenn sie so toll bunt sind. Aber ich mag auch insgesamt einfach, wie knallig diese Seite ist, wie vielfältig die Komposition. Und ich glaube, ich werde von den Kleinen hier Sticker machen. Ihr wolltet ja gerne, dass ich auch mal Sticker anbiete, die diesen traditionellen Stil von mir einfangen. Und das tun sie. Ich habe die hier mit den Hemi-Gouache-Farben gemalt und die sind wirklich perfekt für diese Farbpalette, für diese knalligen, leuchtenden Farben. Oh, und jetzt kommt die letzte Seite, die ich aufgenommen habe tatsächlich. Das ist die Feenseite. Hier habe ich auch einfach drauf losgemalt ohne Skizze. Oder besser gesagt, ich habe ein bisschen mit der Farbe skizziert. Ihr könnt es hier sehen. Hier wollte ich mehr vom Körper malen und testen, ob ich das dann auch mit diesen losen Linien und ohne Bleistiftskizze hinbekomme. Ich finde, das ist ganz gut geworden. Und danach habe ich noch die kleine Lady dahin skizziert. Das habe ich aber nicht mehr aufgenommen. Ich habe die letzten, ich glaube, 5 Doppelseiten nicht mehr aufgenommen. Erstens, weil meine Speicherkarten voll sind. Ungelogen. Das alles hier, das sind über 25 Stunden Videomaterial gewesen. Und ich hatte keine Speicherkarte mehr frei und ich möchte das nicht löschen. Wenn es noch nicht hochgeladen ist, wisst ihr, wer weiß, was passiert. Außerdem hatte ich dieses Wochenende, die letzten beiden Tage der Challenge, 2 Geburtstage. Also habe ich das Skizzenbuch viel mitgenommen und unterwegs gezeichnet. Wie zum Beispiel... Nein, stopp, nicht das. Ich dachte, jetzt kommt eine andere Seite. Egal. Okay, dann reden wir erst hier drüber. Hier habe ich noch ein paar Gesichter gemacht, diesmal mit Gouache. Und hier habe ich dieses Mixed Media umgesetzt. Also ich habe hier noch sehr viele Schatten und Farben eingebaut mit den Polycolors. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Ist ein bisschen gruselig, aber ich mag die Farbgebung sehr gerne hiervon. Als nächstes habe ich hier einen kleinen Akita Inu gemalt mit Gouache. Wirklich nichts Besonderes. Ich wollte aber unbedingt einen Hund einfügen. Genau, und hier drüber habe ich gesprochen.
Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier sind eigentlich Blumen. Die habe ich bei meiner Mutter an ihrem Geburtstag gezeichnet. Sie hatte diesen wunderschönen Blumentopf und den wollte ich einfangen. Und dann war ich zu Hause und dann hatte ich diese ganze Dreiviertelseite noch über. Und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Also habe ich einfach angefangen, Gesicht zu malen. Jetzt sieht man es nicht mehr wirklich, aber irgendwie gefällt es mir auch, dass es so ein großes, großes blaues Durcheinander ist. Es ist aber auf jeden Fall nicht meine Lieblingsseite. Das hier soll übrigens ein Mann sein. Ich habe versucht, es ein bisschen abwechslungsreich zu machen, indem ich einen Mann male. Aber Simon meint, es sieht trotzdem aus wie eine Frau. Da habt ihr es. Das ist mein Problem. Wenn ich es versuche, dann sind meine trotzdem Frauen. Also, okay. Und die vorletzte Seite, da habe ich nochmal einen Tiger gemalt. Ganz am Anfang wollte ich eigentlich einen Tigerkopf malen. Danach ein Tiger im Wasser. Bevor es dann am Ende der Tiger hier geworden ist. Aber ich dachte, ich versuch's nochmal. Diesmal hat's geklappt. Und ratet mal, diesmal habe ich keine Skizze benutzt. Und es hat geklappt. Am Anfang habe ich eine Skizze benutzt und ich habe mich mega verhaspelt. Also, ich glaube, ich habe etwas gelernt. Dann habe ich noch eine hübsche Lady dazu gemalt. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich vermeide in meinen Porträts die Farbe Schwarz komplett. Die dunkelste Farbe zum Beispiel, die ich hier benutze, ist das dunkle Blau. Ich versuche auch kein dunkles Grau oder so daraus zu mischen, sondern ich möchte wirklich, dass man sieht, dass es ein Blau ist. Ich finde, das hat einen super, super coolen Vibe, einen coolen Stil. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier nochmal mit den Stiften drüber gemalt, dieses Mixed-Media-Dingy umgesetzt. Ich weiß nicht, ich finde, dass die Doppelseite sehr schön geworden ist. So, und kommen wir nun zur letzten Seite. Und wer hätte es gedacht? Noch ein paar Gesichter. Ich wollte noch, bevor das Buch zu Ende ist, schauen, ob ich auch kleinere Gesichter mit der Taktik umsetzen kann. Und es hat geklappt. Ich habe bei keiner hier skizziert. Ich habe direkt drauf losgemalt. Und sie sind ganz schön. Die größeren sind auf jeden Fall besser. Aber ich finde sie jetzt nicht schlecht. Ja, und das war es tatsächlich eigentlich auch schon. Ich habe hier hinten auf dem Buchrücken noch diese Königin gemalt. Warum nicht, ne? Wie versprochen erinnere ich euch nochmal daran, zu liken, wenn euch das Video gefallen hat und in die Kommentare zu schreiben, welche Seite oder Doppelseite euch am besten gefällt. Ihr könnt auch gerne schreiben, welche euch nicht so gut gefällt, wenn das sein muss. Insgesamt kann ich diese Challenge tatsächlich empfehlen, aber halt eher in dem Umfang, wie ich es hier gemacht habe und nicht wie Martina das gemacht hat, mit 300 Seiten in 12 Tagen. Man lernt schneller, effektiver zu arbeiten. Der Stil festigt sich und man kann ein bisschen rumexperimentieren. Wegen dem gewissen Hauch von Zeitdruck hat man nicht zu viel Zeit, um nachzudenken. Und man macht einfach weiter, gibt nicht auf. Ja, ich kann es empfehlen, ist cool. Wie ihr seht, habe ich noch ein paar meiner Sticker aufs Cover geklebt. Ich wollte eigentlich das Cover auch anmalen, aber da sind leider so Rillen drin und das wäre ein Krampf geworden. Ich glaube, das ist meine Lieblingsseite. Wie gesagt, schreibt gerne eure in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne restliche Woche. Schön gesund bleiben, schön kreativ bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.